Und es geht weiter mit ein wenig Spellstone. Das Gilden Raid Event läuft noch. Diesmal ein richtig spannender Gegner. Da wird es sehr knapp, als ich eben reingeschaut habe, kurz nach Start, war es irgendwie 2500 zu 2400, also sehr ausgeglichen. Da bin ich schon gespannt. Bevor es losgeht, werde ich noch kurz etwas machen, nämlich... Ich habe hier das Duello folgendermaßen vorbereitet. Ich bin beim Endboss für diese nette Maid. Und die kann ich dann doppelt fusionieren und das werde ich jetzt auch erledigen. Nein, ich wollte noch was machen. Ich wollte eigentlich noch den einen Helden skillen, sodass er Pierce hat, weil die alle schon ziemlich krasse Schilde besitzen. Und durchbohren ist dann eventuell nicht so schlecht. Und ich habe mir noch was überlegt. Ich werde jetzt vermutlich... meine Arena. Oh, krass. Ja, genau. Ach, das hätte ich vorher machen sollen. Mal schauen. Ich hoffe, das wird was. Doch, doch, doch. Aber die haben alle so einen krassen Schild. 10 Schaden. 10, 10, 10 Schaden. Bitte lass mich am Leben. Das ist eine wichtige Karte. Genau. Die haben alle Schild, Schild, Schild. Jeder Schild 7. Der hier, weil Seafolk und so... Und da komme ich mit dem Schaden nicht so ganz durch. Und deshalb wäre so ein Durchbohren nicht so schlecht als Boost. Und von daher... Ja, ich wollte mir zwar Heilen 2 holen, aber das kann wohl noch warten. Das muss wohl noch warten. Und jetzt kommt die feine Karte in mein Deck. Und die kommt auch so schnell nicht wieder weg. 4 Perlen und da ist sie. Septuor Maid. Jawoll. Okay. Dann bekomme ich hier sogar noch was. Der Guardian Mastery Level 4. Ich schätze mal Gold oder so. 800 Gold. Ja, warum nicht? So, jetzt geht es dann weiter mit Arkanen Erzadern. Und irgendwann Koi Guardian. Mal schauen. Also, hier bin ich bei 281. Und weil das Event ja doch noch ein paar Tage lang läuft... werde ich mir hier Pierce holen. So. Und mit den nächsten Perlen dann wahrscheinlich die Heilung. Die finde ich ganz nett. Es ist alles gut. Schild ist ebenfalls krass. Genau. Nun erstmal. Ach nein, Mann. Mann, 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 Mann. Da wird mein Arkanstab nicht ausreichen. Ich kann die ja nicht direkt fusionieren. Ich muss die zuerst aufwerten. Das habe ich jetzt fast vergessen. So, hier nochmal was abholen. Den Archivhüter. Das wird eng werden, da muss ich vielleicht, muss ich da noch was öffnen? Mal schauen, der kommt weg, der kommt weg. Den Froschbär jetzt auch. So, 1, 2, 3, 4 mal. Und die epischen, das wurde mir ja gesagt, die sollte ich doch eher alle aufheben. Nein, das wird sich nicht ausgehen. Das reicht leider nicht, es sei denn, mein Inventar hat noch irgendwas anzubieten. Arkansplitter reicht nicht ganz aus, aber hiervon kann ich mal ein paar verwenden und mir da ein seltenes Item holen. Direkt nochmal seltener Lavawurm und einmal geht noch seltener Engel. Ich wollte nicht alles ausgeben, weil das kann man ja auch zum Craften benötigen, aber da bekommt man sowieso so viel. Und nochmal Urteil. Also, das sollte jetzt, denke ich mal, reichen. 1, 2, 3, 4, 5 Karten waren das. Jawohl, 40. Arkanstaub. Verdampfen. Und jetzt folgen. Obwohl, nein, reicht noch immer nicht. Reicht noch immer nicht. Inventar anzeigen. Hier bist du auch schon. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Und dieses Level-Up ist jetzt eben leider sehr teuer. Dann werde ich noch was öffnen. Also hier, was ich mir dachte. Ich kaufe mir mit 600 Arena-Münzen mal was. Und dann vielleicht beim nächsten Event, wo wieder ein anderes Thema ist. Ich mache das jetzt auf. So, für das Gilden-Event vielleicht kommt ja was Feines raus. Adorabilis ist ärgerlich, weil den werde ich sowieso bald vierfach fusionieren können. Das war jetzt ein Flop. Schade. Alle anderen hätte ich dringendst benötigt, aber das ist die einzige Karte, wo ich schon genügend davon habe für eine Vierfachfusion, wenn das Event dann zu Ende ist. Na gut, dann öffne ich hier einmal 10 für den nötigen Arkanstaub. Bitte ein paar seltene noch. Eine, zwei, okay.
und das Zeug jetzt verdampfen. Erstmal die Menge hinzufügen und den dann... What? Ach so, den habe ich noch. Plus 24. Das... Oh Mann, so knapp. Dann eben nochmal 10. Bitte, ein paar seltene. Jetzt muss ein Upgrade geschehen, denn ich denke, bei dieser Gilde, da werde ich das ein oder andere Mal auch verlieren. So, jetzt aber. Jawohl. Dankeschön. Dankeschön und Dankeschön. Aufrüsten. Inventar anzeigen. Diese Karte und danach direkt fusionieren. Die bekommt dann, wow, die bekommt direkt Frostatem. Ohne Upgrade dazu. Einfach bei der Fusion. Das ist natürlich grenzgenial. Und jetzt kann ich sie ein einziges Mal zumindest noch aufwerten. 3 Schaden werden zu 4 Schaden. Das hat sich schon gelohnt. So, und jetzt muss ich wieder Staub sammeln. Genau. Und ohne hier groß um den heißen Brei rumzulabern, würde ich mal sagen, stürze ich mich auf sie mit Gebrüll. Ah, das sieht man schon. Das sind knallharte Gegner. Da weiß ich nicht so recht, mit welcher Karte ich beginnen soll. Direkt den Heiler? Oder doch die? Oder die ist aber nicht fusioniert. Ich nehme den Seerosenspringer oder wie er heißt. Ja klar. Ja klar, diese krasse Karte, die von beiden Buffs profitiert. Hm. Ah, das ist böse. Und die auch vierfach fusioniert. Mann ey, wundert mich, dass wir da trotzdem führen. Das ist ja heftig. Aber wie schon erwähnt, wir haben krasse Leute in unserer Gilde. Jo, überlebt mit einem Lebenspunkt. Warum denn nicht? Und da kommt sie auch schon, die neue Maid. Habe ich direkt gezogen. Naja, bei Gegnern, die alles... Nö, kannst du knicken. Sorry, das macht keinen Spaß so, wenn einfach die Gegner viel zu stark sind. Die ganzen doppelt fusionierten Legendären und so. Wie soll ich da eine Chance haben? Wie soll ich da eine Chance haben? Einen Punkt bekommen und 15 Gold. Na gut. Langsam, aber sicher schreiten wir voran. Der hat sogar schon den legendären Ursurio. Was hat denn der so? Verbessern durch Born 2, heilen auch ein bisschen, ermächtigen. Okay. Da weiß man auch nicht, was man machen soll. Eventuell den hier. Mal schauen. Mit bisschen Schaden. Jawohl, dankeschön. Warum habt ihr die alle vierfach? 36 Leben. Durch Born 7. Sonst ist alles in Ordnung bei dir, oder? 4 Züge. Da muss jetzt was geschehen. Aber schleunigst muss da jetzt was geschehen. 23 Leben, das sieht doch gleich besser aus. Die Beetle eventuell. Um die, obwohl Seafolk-Ermächtigung, ich habe gerade keine Seafolk hier. Dann doch den für Erstarren, mal schauen. So, noch leben alle von mir, weil die noch in der Verzögerung... Hey, hätte ich nicht gedacht, dass die Karte so schnell stirbt. Sehr fein. Das ist ja mal sehr fein. Die war nämlich sehr böse. Freut mich, dass die jetzt gestorben ist. Nein, meine wichtigste ebenfalls. Heieiei. Dem setze ich lieber eine Seafolk gegenüber. Das ist, was ich hier schade finde, dass es keine Sterne gibt und man zumindest dann richtig viele Punkte bekommt. Wenn man gewinnt, sind so 130, 129, je nachdem. Und wenn man verliert und obwohl man eigentlich richtig viel Schaden und so verursacht hat, gibt es trotzdem nur einen Punkt, 0 Punkte, 3, wenn man Glück hat, 5. Aber im Vergleich zu 130 ist das natürlich nichts, kann man sagen. Also mal schauen, die haben ziemlich wenige Lebenspunkte alle. Ach, die sind noch in der Verzögerung. Mann, das habe ich jetzt nicht gesehen. Ja, das war vierfach legendär. Dankeschön. Das sind faire Gegner für mich. Die sind natürlich auf Augenhöhe mit mir. Kann man nicht anders sagen. Ich tippe auf 2 Punkte bekomme ich. Ach du, was denn da los? 8 sogar. Also bisher noch kein einziges Mal gewonnen. Ich hoffe, das wird jetzt ein bisschen besser. Ich starte mit dem Sturmdrachen. Ebenfalls doppelt. Woher habt ihr die ganzen Legendären? Ihr seid ja verrückt. Ihr seid ja verrückt, würde ich sagen. Und vierfach. Also legendär doppelt und episch vierfach. Das ist hier Standard. Darunter geht wohl nichts bei den Gegnern.
Ja, dann nehme ich den wegen Durchbohren und so, weil der hat einen fetten Schild und den auch vierfach. Klar, was denn auch sonst? Ey, das ist ein Video, ich will zumindest einen Kampf hier gewinnen können. Das letzte, die letzte Gilde, die war wieder richtig langweilig, die dachte ich mir, nehme ich nicht ins Video rein. Da habe ich 10 von 10 gewonnen, problemlos, da waren Gegner, die hatten nicht mal einen Turm und so. 2 Punkte, yay. Kommt schon, ich muss noch ein bisschen was hier rauskitzeln. Der hat den legendären Frosch, den good old Cedric. Der heilt alle Frösche, ermächtigt alle Frösche, nicht alle, aber einen und schildet alle Frösche. Ich starte wieder mit dem hier. Vielleicht schildet er ja auch meine Frösche, das wäre ganz fein. Ah, böse. Böse, böse, wem setze ich den gegenüber? Den wegen Unsichtbarkeit? Eventuell? Naja, ich weiß es nicht. Ach, keine Ahnung. Oh, jawohl, der hat den erstarrt. Das war natürlich schon mal gut. Jetzt den für Schild. Mal schauen, ich baue mir hier ein bisschen eine Barriere auf, würde ich sagen. Und nun den Surfer. Alle vierfach, das gibt's hier wohl nicht. Könnt ihr nicht als Ausnahme vielleicht eine Karte nur doppelt fusioniert haben oder so? Das Problem ist, von doppelt zu vierfach. Da ist so ein heftiger Unterschied. Das ist wirklich 1 und 1 Million. Die Karten bekommen da die so viele Lebenspunkte dazu. Schaden und diese Fähigkeiten dann noch. Kannst du. Oh, jetzt habe ich mir nicht mal angesehen, wie viel ich bekommen habe. So schnell wollte ich gar nicht klicken. Mal schauen, vielleicht habe ich jetzt Glück. Eventuell habe ich jetzt Glück. Werden wir uns ansehen. Werden wir uns ansehen. Und vor allem die ganzen Runen, die da schon drin haben. Komm jetzt aber. Hau rein. Der Turm wird mal sterben. So, jetzt hat die sogar schon mal Schaden genommen. Die Aria, das ist fein. Das ist sehr gut. Und ich habe sogar noch eine Runde dann. Der kann zwar angreifen. Ach so, Moment mal. Warum hat die Karte schon so viel Schaden genommen? Oh mein Gott, Vergeltung 9. What? Wie übertrieben sind diese Fähigkeiten dann später? Leute, wie soll ich dagegen ankommen? Da killt mich ja alleine schon die Vergeltung. Komm jetzt, mach was kaputt. Du wirst dich selbst killen. Leider. Leider, leider, leider. Ey, das ist mir gerade echt zu peinlich. Sowas kann ich ja nicht im Video zeigen, oder? Das gibt's doch wohl nicht. 4 Punkte bekommen. Noch keinen einzigen gewonnen hier. Jetzt aber, das spüre ich. Jetzt werde ich gewinnen. Das habe ich im Blut. Oder so. Hoffe ich. Mal schauen. Komm, doppelt. Hau ordentlich rein. Bams. Und nochmal, Dankeschön. Der hat den auch. Woher habt ihr die alle? Die kann man doch nicht. Ja, man kann ein paar bekommen. Hier und da und tralala. Aber so viele schon. Ihr müsst ja gefarmt haben wie Verrückte. Oder ihr habt einfach ein paar Euronen reingesteckt. Dann bekommt man die ziemlich easy. Eieieiei. Wieder nichts. Komm, mach hin hier. Einen Punkt. Werde ich ein einziges Mal gewinnen können? Hat sich das schon aktualisiert? Yay, ich habe 18. Ich habe 18. Komm schon, einmal will ich gewinnen. Das ist das Ziel für diese Folge. Ein einziges Mal. Was spielst du? Wieder vierfach fusioniert. Läuft auf jeden Fall. Der mächtigt sich gleich um 8. Das heißt, er hat dann 10 Schaden. Egal, was ich spiele, die sind dann so wie... What? Ach, der ermächtigt auch nochmal zusätzlich. Um 2, der war dann bei 12 Schaden. Ah, das habe ich nicht mit einberechnet. Ich dachte, der überlebt den Angriff zumindest. Nope. Tut er leider nicht. Tut er leider nicht. Das Problem hierbei ist, also beim Gilden-Clash war es ein bisschen anders, glaube ich. Da waren auch Leute dabei, die ihr Deck zum Beispiel nicht auf Frosch oder so jetzt aufgebaut haben, auf die aktuellen Boosts eben, sondern da waren auch inaktive Spieler mit am Start. Und wieder, legendär doppelt. Sorry, kannst du knicken. Ich hätte echt gedacht, es läuft ein bisschen besser, weil wir sogar in Führung liegen. Aber anscheinend liegen wir nur in Führung, weil unsere Leute sogar teilweise noch besser. Ja, klar. Mann. Mann, Mann, Mann. Aber das kann doch nicht sein, dass die gesamte Gilde so stark ist. Da muss doch einer dabei sein zumindest, den man bezwingen kann, oder? Das gibt's ja wohl nicht.
Nur so ein einziger, der ein bisschen schwächer ist. Komm, mach den jetzt kaputt. Dankeschön. Ja, es würde zwar irgendwie gut aussehen, aber wenn ich mir diese ganzen Zacken hier ansehe, das macht mir schon ein bisschen Angst, um ehrlich zu sein. Okay, nein, warum ist genau der erstarrt? Der hat doch Schild zumindest. Na gut. So, wird irgendjemand den killen können? Das wäre wichtig. Nein, nicht... Jawohl. Jawohl, jawohl, jawohl. Die kommen zwar jetzt beide dran und wenn der direkt doppelt angreift, ich hoffe nicht. Autsch. Das tat weh. Das tat weh. Aber noch ist nichts verloren. Würde mich jedoch wundern, wenn ich so einen Kampf mal gewinnen kann. Ey, das sind vierfach fusionierte Legendäre dabei teilweise. Hier, der hat den Heiler, den ich habe. Vierfach statt doppelt. Ein Schaden mehr, drei Lebenspunkte mehr. Heilen plötzlich drei, verhexen alle zwei. Das ist nicht ganz ausgeglichen, aber strengt euch an. Kommt schon. Streng dich an, sagte ich. Das ist zu wenig Schaden für den hier. Was ist das schon wieder? Epischer Chaosfrosch. Ah, okay, den habe ich auch. Aber ich habe ihn. Das ist der hier. Der kleine Nupsi-Nup-Nup. Aber ich habe ihn leider ohne irgendetwas. Soll ich mit dem schilden? Nein, der hat mehr Schaden. Der wird sowieso nicht angegriffen. Hey, es sieht gut aus. Wird das mein erster Win? Wird das der Win der Woche? Eventuell. Mal schauen. Wir bleiben am Ball. Und die wird nicht ganz sterben. Schade. Heiler auch nicht so schlecht. Hey, was? Wieso habe ich auf Überspringen die Runde? Ich hätte die doch, egal. 125 bekommen. Endlich. Der erste Kampf, den ich gewonnen habe. Bei denen... Ach so, vielleicht sind die einfach inaktiv. Die, die nämlich angegriffen haben, haben richtig viel bekommen. Krass. Ja, krasse Sache. Mal schauen, zwei habe ich noch. Vielleicht kann ich noch einmal gewinnen. Unsichtbarkeit, Blitz, Frostatem. Frostatem ist gar nicht so gut, wenn man die Karte ganz links hat, weil eigentlich müsste die hier liegen, dass diese drei getroffen werden. Ich weiß es nicht, doch, ich spiele die. Hat mehr Lebenspunkte, hat den Seafolk-Buff. Das ist ein krasser Heiler, die kenne ich schon, die Karte. Da muss Schaden drauf. Da muss schnell ordentlich viel Schaden drauf. Hier, das ist das Lustige. Ich spiele dieselbe Karte, nur viel schwächer. Jo, das war's wieder nicht. Vielleicht dann die letzte Runde. Bam, badabam, badabam, babam. Ich überlege nicht allzu viel, welche Karte ich spiele. Falls man das noch nicht bemerkt hat. Jo, und... Finito, Ende Gelände, aus die Maus. Ach komm, wie lange musst du denn hier angreifen? Vier bekommen, yay. Und jetzt der letzte. Alle guten Dinge sind 10. Das ist der 10. Angriff. Wow, da kommt mal ein Grog. Kein anderer legendärer Held. Mal schauen, vielleicht wird es ja diesmal was. Eventuell wird es ja diesmal etwas. Mach den Turm kaputt. Nächste Runde dann. Jetzt kommt die hier. Was hast du an Vergeltung? Vergeltung 4. Und Doppelschlag alle 3. Das hört sich böse an. Mit etwas Glück kann ich einen gekillt bekommen. Wenn sie gut angreifen. Nö. Da haben sie ihre ganzen Blitzfähigkeiten etc. leider zu weit aufgeteilt. Das war nicht so fein. Aber ernsthaft, durch die Bank vierfach. Ich habe noch keine zweifach fusionierte Karte hier gesehen. Schön. Sieht aber eigentlich ganz gut aus. Bisher. Wenn da jetzt noch irgendeine stirbt, bevor sie drankommt. Nein, kill dich doch nicht selbst. Heieieiei. Was bist du? Ein Chaos-Untoter. Du profitierst zumindest nicht von irgendeinem Boost hier. Das ist schon mal gut zu hören. Wenn der kein Schild hat, jawohl. Chaos-Frosch, Gift-Ochsenfrosch ist schon mal Geschichte. Naja, 2 von 10 dann, eventuell, wenn ich Glück habe. Was definitiv keine vorzeigbare Leistung ist, aber besser als nichts. Jedes kleine bisschen hilft. Unser großer Vorteil ist dann natürlich, bei uns sind aufgrund guter Offiziere fast alle aktiv. Und wenn in anderen Gilden zwar die meisten Leute richtig stark sind, aber dann nur, ich weiß nicht, 10 Leute von 50 aktiv angreifen, das ist dann natürlich problematisch. Man muss nicht nur über Stärke gewinnen, sondern auch über Ausdauer und Aktivität, was mir ganz gut gefällt. So, und Sieg, 127.
Ja, 2 von 10 gewonnen. Besser als nichts, würde ich sagen. Da geht es aber leider einigen Leuten so. Naja, okay. Dürfte aber, ich weiß nicht, dauert noch 6 Stunden. Je nachdem, wie viele von denen noch online kommen. Sieht aber aktuell ganz gut aus, würde ich das mal so sagen darf. Genau. Und hier die ganzen Belohnungen habe ich schon gezeigt. Dann kämpfe ich zum Abschluss jetzt hier noch in Duskwillow. Muss mir doch überlegen, wo ich jetzt weitermachen soll. Hier. Ich wüsste ja gerne, nicht hier. Ich wüsste ja gerne, wie hart diese Gegner sind, um ehrlich zu sein. Weil, boah, da schon diesen doppelten Safeguard. Ich befürchte jedoch, dass der ziemlich stark ist. Aber ich schaue jetzt mal rein, glaube ich. Ich habe mir die Buffs gegönnt und so. Vielleicht kann ich es ja damit schaffen. Wenn nicht, habe ich 9 Energie verbraten. Also, ich versuche das jetzt hier nochmal. Habe ich das schon mal versucht? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Schild alle 1. Okay. Da komme ich dann schon mal mit... Steht das hier irgendwo dran? Nö. Mit Durchbohren müsste ich da eigentlich... Ja, genau. Durchbohren 2. Müsste ich da eigentlich gut durchkommen. Wenn ich das richtig sehe. Also, mal schauen. Jo, das sieht man hier sogar als Effekt. Gefällt mir. Das ist eben nur dadurch, weil ich den Ranger angeheuert habe. Durch den bekomme ich Durchbohren. Und das ist eben wichtig, wenn die alle hier ein Schild haben. Oh, diese Karte. Cutie. Schild 7. Genau. Zumindest 2 Schild davon kann ich schon umgehen. Heieieiei. Böse, böse, böse. Aber der kassiert schon mal. Was gut ist. Dann schilde ich irgendeinen Frosch eventuell. Sehr gut. Die leben hart am Limit, aber durch die Heilung und so. Läuft das noch? Warum hat der zum Beispiel keinen Durchbohren bekommen? Ach so, weil hier niemand parallel ist mit Schild. Nö, Quatsch, stimmt ja gar nicht. Verstehe ich nicht. Oder weil er es nicht benötigt hat und das Spiel weiß das. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall dürfte das wohl ein Win sein. Sehr gut. Aber trotz, also ohne diesen Buffs. Niemals. Niemals. Hier alle durchbohren 2 und so. Das ist schon mal heftig. Dann jedes Mal die Heilung. Jedes Mal noch der Schild. In jeder Runde. Und gewonnen. Sieg. Wie viele? 0? Naja, warum denn nicht? Und dann noch direkt einmal versuchen. Ich starte mit dem Heiler, wer weiß. Vielleicht wird das ja mal was. Vorhin hatte ich den gar nicht. Und wenn der jetzt erstmal da ist, Heilung 2 auf alle. Auf alle Frösche. Genau. Auf alle Frösche und dann noch die normale Heilung durch den Boost. Jede Runde dürfte ganz fein werden. Da sollten zumindest die Frösche schon mal nicht so schnell umkippen. Oder? Oder? Sagt es mir. Die haben schon ziemlich viele Legendäre. Wenn die dann alle später noch bei 2 Sternen, 3 Sternen und so weiter fusioniert sind. Holla die Waldfee. Aber könnte doch was werden. Weil eben diese Boosts nur ich habe, der Gegner nicht. So. Naja. Dann würde ich mal sagen, war's das mit dieser Folge. Guild Raid läuft ganz gut. Soweit, Rang 64 aktuell. Für dieses Video war's das. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, es geht einfach beim nächsten Mal weiter.